Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier auf dem Schiff und nehmen dann jetzt mal Wendepunkt an. Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mehr, was jetzt kommt oder wie lange das geht. Kann sein, dass das nur so ein 3-4 Minuten Part wird oder so, ich habe keine Ahnung. Ossos Wendepunkt. Punkt. Warnung. Durch den Beginn dieser Mission werden automatisch nach vorherigen Story-Missionen abgeschlossen, wobei für alle noch offenen Entscheidungen Standardeinstellungen verwendet werden. Bei einem Konflikt zwischen dem Sith-Imperium und einer Kolonie von Jedi auf der alten Welt Ossos wird die Allianz von alten Verbündeten um Hilfe gebeten. Sprich mit Lana. Dies beginnt die Geschichte Belagerung der Jedi und... Okay, gut. Eternal Throne, Kriegskatastrophe Allianzen abgeschlossen. Für jede noch nicht abgeschlossene Story-Mission werden alle Entscheidungen basierend auf den Standardeinstellungen deiner Klasse getroffen. Möchtest du wirklich fortfahren? Ja, ich möchte. So, Moment mal, es geht hier gleich los. Ich muss ja nur mal kurz das managen. Ja, so, jetzt geht's. Ich verstehe. Beginnen wir Belagerung der Jedi. Ah, alles klar. So, sprich mit Lana. Wo wollt ihr jetzt mit Lana reden? Die Allianz steht schon zu lange auf der Galaxie. Es ist an der Zeit, eine Seite zu wählen. Sprich mit Lana über die Notwendigkeit, die Allianz in eine enge Partnerschaft mit der Republik oder Civil Pilots bringen. Na, dann wollen wir mal. Dann wäre das wohl doch so ein 20-Minuten-Part. 20-25-Minuten-Part. Alles klar, dann nehmen wir mal eine Lana. Ich wusste, dass die Allianz auf Odessen gedeihen würde, aber ich hatte nicht erwartet, dass sich dieser Ort so sehr nach Zuhause anfühlen würde. Ihr solltet stolz auf das sein, was ihr hier erschaffen habt, und auf die Verbündeten, die ihr gefunden habt. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie geschafft. Ihr überschätzt meinen Anteil daran. Die Allianz ist immer noch eine gewaltige Macht. Aber wir sind nicht stark genug, um es mit der Republik oder dem Imperium aufzunehmen. Leider ist ein Kampf unvermeidlich. Es gibt Auseinandersetzungen im wilden Raum, Unruhen auf Quesh. Ein galaktischer Krieg steht unmittelbar bevor. Wir können es uns nicht leisten, neutral zu bleiben. Wenn die Allianz überleben soll, müssen wir uns mit der Republik oder dem Imperium verbünden. Wie auch immer ihr euch entscheidet, wir werden euch folgen. Ja, entscheiden wir uns. Ihr habt recht, Lana. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wen wollt ihr also unterstützen? Die Republik oder das Imperium? Ich kehre zum Imperium zurück. Ich bin auf der Seite der Republik. Nein, wir nehmen die Republik. Die Republik hat mich überzeugt. Natürlich. Als ehemalige Heldin des Imperiums könntet ihr es ganz leicht von innen heraus sabotieren. Es ist unwahrscheinlich, dass ihr offen gegen das Imperium vorgeht. Aber könnt ihr damit leben, eure ehemaligen Verbündeten zu verraten? Sie zu töten? Ich unterstütze euch in jedem Fall, also überlegt es euch gut. Schon gut, ich bleib beim Imperium. Ich entscheide mich für die Republik. Das Imperium ist meine Vergangenheit, aber die Republik ist meine Zukunft. Natürlich. Der republikanische SID versucht schon seit Jahren, euch zu rekrutieren. Aber ich habe sie immer abgewiesen. Ich kontaktiere sie in Kürze. Sie werden sich schon bald melden. Und mit meiner dunklen Jedi würde ich dann jetzt eben halt, wie ich im letzten Part auch schon gesagt habe, mich dann jetzt eben halt für das Imperium entscheiden. Aber jetzt...
Wendepunkt. So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Egal. Drücken wir einfach auf Spielen und dann ist gut. Na, schon da? So, warte mal. Ich brauche doch jetzt nochmal einen Gefährten. Dann nehmen wir mal. Bett geht immer. Habt ihr mich vermisst? Mit uns legt sich besser niemand an. Der koreanische Sektor wird euch gefallen. Der beste Sternenhagel auf ganz nach Shaddaa. Die erste Runde geht auf mich. Ihr habt es endlich geschafft. Noch einen Drink für mich, K3. Warte. Lieber gleich zwei. Na, wenn das nicht meine Verräterfreundin ist. Willkommen zur Party. Danke, aber ich möchte lieber als Verbündete der Republik bezeichnet werden. Ihr könnt jederzeit meine Verbündete sein. Jonas Balka, republikanischer SID. Ich kann nachvollziehen, wieso ihr euch von den Imperialen abgewandt habt, aber es war schon ein wenig überraschend. Wenn es nach mir ginge, würden wir euch mit offenen Armen willkommen heißen. Leider müsst ihr weiterhin so tun, als würdet ihr das Imperium unterstützen. Ich wahre also den Schein, damit sie nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ganz genau. Ihr habt mehr Kontakte im Imperium als ein Dutzend unserer besten Feldagenten. Angesichts des aufziehenden Krieges benötigen die Imperialen verzweifelt medizinische Vorräte, Treibstoff und Rohstoffe. Wir müssen nur schneller sein als sie. Wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch ein paar abfällige Bemerkungen über das Imperium machen. Bei einem Gesicht wie dem euren werden die Imperialen an euren Lippen hängen. Ressourcen stehlen und die Moral drücken. Ganz einfach. Scharfsinnig und modebewusst. Ihr wisst, wie man das Herz eines Mannes gewinnt. Die Spannungen auf Ossus nehmen zu. Mit Hilfe eurer Allianz könnte die Republik die Oberhand gewinnen. Wir arbeiten immer noch an den Details. Ich melde mich, sobald ihr wieder auf Odessen seid. Dieses Treffen bleibt unser kleines Geheimnis. K3! Perfektes Timing! Der hier ist für dich. Meine Freundin hier wollte gerade gehen. Man sieht sich, Commander. Okay, sprich mit Lana Odessen. Seid gegrüßt, Commander. Ich bin Moff Pyron, Aufseher der 22. Angriffsflotte des Sith-Imperiums. Es ist wie immer eine enorme Ehre, mit einem Sith-Lord eures Kalibers zu sprechen. Eure vergangenen Taten als der Zorn des Imperators sind wahrlich eine Inspiration. Es ist nicht verwunderlich, dass ihr eine so einflussreiche galaktische Gruppierung anführt. Ich hoffe, das freundschaftliche Verhältnis zwischen eurer Allianz und dem Imperium zu stärken. Das höre ich gern. Was genau habt ihr euch vorgestellt? Auf der alten Jedi-Welt Ossus ist derzeit ein kleiner imperialer Stoßtrupp in eine Geheimoperation verwickelt. Ich hoffe, dass ihr sie unterstützen könnt. Was für eine Art von Unterstützung? Die Operation wird von einem jüngeren Mitglied des Rats der Sith geleitet. Darth Malora, der Leiterin der Wissenschaftsforschung.
Obwohl Malora brillant ist, ähnlich wie Kaiserin Asina selbst, ist sie bei weitem nicht so geduldig wie Asina, wenn es um militärische Operationen geht. Laut Plan sollte Malora ihr Ziel schon längst erfüllt haben. Unter diesem Leistungsdruck wird sie wahrscheinlich einfach ihre Truppen frontal auf das Problem hetzen und jegliche Strategie außer Acht lassen. Meine besten Infanteristen der Rabentrupp nehmen an der Operation teil. Es wäre ein großer Verlust für das Imperium, wenn ihr Leben verschwendet werden würde. Ja, Malora, ja, genau, das ist die auf Korriban, die mit den anderen Typen da, die Schülerin von dem einen, der die Tukata da untersucht hat, den dicken da, der, genau. Der, die ist das. Malora. Ich glaube, ich hatte schon mal auf Korriban mit ihr zu tun, vor langer Zeit. Ah, gut. Dann seid ihr bereits einen Schritt weiter. Ich habe ihr geholfen, die Autorität ihres Vorgesetzten zu untergraben. Ich kann mich nicht entsinnen, dass sie diese Schuld je bezahlt hat. Dann wäre das jetzt die ideale Gelegenheit, sie daran zu erinnern. Als ein Mitglied des Rats der Sith entzieht sich Malora meinem Einfluss. Aber jemand wie ihr, eine Außenseiterin, deren Loyalität hoch geschätzt wird, ihr könntet vieles erreichen, das mir verwehrt bleibt. Ich kann mir die Situation genauer ansehen. Wie lautet die Mission des Stoßtrupps auf Ossus? Die Jedi haben auf dem Planeten eine geheime Kolonie gegründet. Wir glauben, dass sie dort trainieren und sich auf den Krieg vorbereiten. Die Truppenstärken der Jedi sind jetzt schon gering. Diesen Trainingskomplex zu zerstören, würde unseren Vorteil enorm ausbauen, wenn der Krieg richtig ausbricht. Das klingt doch recht unkompliziert. Wieso seid ihr so sicher, dass Darth Malora versagen wird? Ich glaube nicht, dass sie versagen wird. Ihre Stärke stelle ich nicht in Frage, nur halte ich den Preis dieses Sieges für beängstigend. Ich schicke euch alle verfügbaren Daten zu Malora und der Operation. Eure Unterstützung wird zweifellos den Erfolg der Operation garantieren. Ich bin sicher, dass Kaiserin Asina das zu schätzen wissen wird. Vielen Dank für eure Zeit, Commander. Ich freue mich schon auf Nachrichten von eurem Triumph. Ruhm dem Imperium! Das werden wir sehen, Moff. Ich würde empfehlen, dass ihr allein nach Ossus reist. Wir wollen doch nicht, dass Malora und ihre Truppen das als Machtdemonstration betrachten oder sie mit unerwarteten Verbündeten verwirren. Übersetzung. Nehmt nicht den ehemaligen Spion der Republik oder sonst jemanden mit, den sie sofort erschießen würden. Der erste Eindruck zählt nun mal. Ha, geht es schon wieder um die Frisur? Ich sorge dafür, dass eine Fähre für euch bereitgestellt wird. Möge die Macht euch stets dienen, Commander. Okidoki, treffen wir mit den imperialen Streitkräften auf Ossus. Dann machen wir das doch mal. Keine plötzlichen Bewegungen, wenn ich bitten darf. Ich bin hier, um zu helfen. Tatsächlich? Auf persönlichen Wunsch von Moff Pyron. Nun, das ändert die Sachlage. Ihr kommt mir bekannt vor. Irgendwie. Haben wir schon einmal zusammengearbeitet? Dieser Aufruhr ist unerträglich. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Was ist hier los? Ihr... Ich hätte wissen müssen, dass eine so ruhmsüchtige Hündin wie ihr früher oder später mitten in meinen größten Erfolg platzen würde.
Was hat die Allianz hier zu suchen, Commander? Wie sieht die denn aus? Es ist ja... Git ist sie hässlich geworden. Bäh. Hallo Malora, ich will nur helfen. Das ist alles. Spart euch die Frage. Es ist offensichtlich, dass ihr seit unserer letzten Begegnung gewachsen seid. Wie lange ist es her? Wenn ihr hierher gekommen seid, um eine alte Schuld einzufordern, werdet ihr schwer enttäuscht sein. Das ist meine Operation. Ich werde dafür sorgen, dass sie auf meine Weise durchgeführt wird. Und wenn ihr unbedingt euren Beitrag leisten müsst, bin ich sicher, dass der Major eure Hilfe bei irgendwas gebrauchen kann. Was auch immer ihr tut, macht es leise. Ich muss mich auf meine Schöpfungen konzentrieren. Ihre Schöpfungen werden uns genauso schnell umbringen wie die Jedi, Idiotin. Ihr solltet euren Platz kennen, Wicht. Malora ist eine nutzlose Närrin. Nee, nehmen wir nicht. Warum erzählt ihr mir nicht mehr darüber, was hier vor sich geht, Major? Unsere Erfolgschancen steigen von Sekunde zu Sekunde. Jetzt, wo ihr hier seid, könnten wir echt was bewirken. Knien wir uns rein, okay? Ziel ist es, die Kolonie der Republik zu zerstören und alle Jedi auszuschalten, die wir finden können. Unsere Truppen können jederzeit loslegen. Will unsere Sith-Eminenz, dass wir das tun? Oder hält sie uns alle zurück, während sie an ihrem kleinen Wissenschaftsprojekt arbeitet? Wissenschaftsprojekt? Geonosianer. Mutierte, turbogeladene, verrückte Geonosianer. Sie sind Mörder, damit hat sie recht. Ihnen ist es einfach egal, wen sie töten, ob Imperiale oder Republikaner. Die verwandten Spinner haben einen meiner Jungs, Brox, erwischt, als er auf Patrouille war. Wir haben den Kontakt verloren und er ist nicht mehr zurückgekehrt. Ob tot oder lebendig, seine Ausrüstung enthält Informationen, die unsere Position verraten könnten. Das kann ich nicht riskieren. War gerade dabei, nach ihm zu suchen. Wollt ihr mir helfen? Ich helfe gerne, Major. Zeigt mir einfach die Richtung. Das ist toll. Ich bin bereit, sobald ihr es seid, Commander. Bis bald. Alles klar, das ist hier zwei. Ich habe eine Mission für euch. Begebt euch zu den imperialen Kämpfern. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich jetzt hier irgendwie den republikanischen Weg hier jetzt spiele, weil ich mich jetzt nicht entschieden habe. Aber naja, okay, gut. Wenn eben nicht. So, warte mal. Okay. So, wir haben jetzt hier. Zeit begrenzt. Nee, will ich nicht. So, wie komme ich jetzt mal. Ach, scheiße. Major Andy. Ich glaube. Was jetzt? Da oben hin. Oh, ich habe hier eine Kiste. Wunderbar. So, das nehmen wir einfach mal mit. Das ist das integriert. So. Okidoki, jetzt. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute bestätigt. Was war das denn hier eigentlich mal? Traumschiff, ja, ne?
Scanne die an der markierten Position nach Hinweisen auf Rex. Erzählt mir vom neuen Rat der Sith. Er funktioniert mehr oder weniger genauso wie früher, nur mit weniger Sitzen. Die 12 Organisationen wurden zu 5 zusammengeführt. Und ich habe in jede einen Sith an die Spitze gesetzt. Sie kümmern sich um die alltäglichen Dinge und erstatten Kaiserin Asina Bericht. Tatsächlich läuft es seit der Reform ziemlich stabil. Sie sind nicht alle so eigenwillig wie Malora. Und es gibt ein paar gute Köpfe darunter. Krovos zum Beispiel. Okay, hier gibt es nichts. Ziehen wir weiter. Was haltet ihr von Kaiserin Asina? Eine kluge Frau. Und eine geduldige. Es lohnt sich, ihr zu folgen. Sie hat weiterhin hinter euch und der Allianz gestanden, also werdet ihr wohl nicht anders denken. Immer noch ein bisschen schwer zu glauben, dass uns der alte Imperator alle essen wollte. Dafür schulden wir euch wohl was. Also, danke, dass ihr die Galaxis und alle, die ich je geliebt habe, gerettet habt. Na, jedenfalls orte ich nichts auf dem Scanner. Wir können weiterziehen. Menschliche Offiziere im Militär jetzt normal? Wir sind auf einem guten Weg. Ich bin die Erste mit einem solchen Rang, aber es kommen täglich neue Anwärter. Ich hatte auch einen kleinen Vorsprung. Als ich noch Sklavin war, leitete ich die Operationen für meinen alten Meister. Das hat seine eigentlichen Truppen ziemlich wütend gemacht. Er war Colonel in der Infanterie, Sondereinsatzkräfte. Bei jeder seiner Missionen schnitt ich besser ab als all seine tollen Offiziere. Als sie die Regeln änderten, bekam ich sofort eine Beförderung. Was ist mit deinem Meister passiert? Der alte Slimo ist gestorben. Auf Nimmerwiedersehen. Ich orte hier rein gar nichts. Ziehen wir weiter. Okay, und zum nächsten Punkt. Ich sollte die Allianz kontaktieren. Unsere Truppen könnten die Sache in wenigen Stunden beenden. Das würden sie sicher. Aber wir können keine Fernkommunikation riskieren. Die Jedi könnten es abfangen. Wenn sie von dem Plan erfahren, würden sie ihre Koffer packen und wir könnten keinen echten Schaden mehr anrichten. So schön es wäre, mal einen richtigen Angriffstrupp zu sehen. Alter, wie oft denn noch? Also langsam muss hier mal was passieren. Mir wurde gesagt, der Krieg mit Sakul sei sehr kostspielig gewesen.
Wie ist der Status des imperialen Militärs? Wir haben lange nicht die Truppenstärke wie früher. Es gibt einfach nicht genug Ressourcen und Nahrung, um das zu bewerkstelligen. Aber wir sind der Republik ein paar Schritte voraus. Dafür können wir Asina danken. Sie hat es geschafft, eine Menge Kriegsschiffe wieder aufzubauen, ohne dass es Sakul mitkriegt. Das hat Moff Pyron also im Schilde geführt? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Verdammt. Immer noch nichts. Ich habe eine Idee. Malora verfrachtete die erste Mutantenwelle auf eine Fähre und plante, sie in der Nähe der Kolonie abzusetzen. Aber sie brachen aus und die Fähre stürzte ab. War eigentlich klar. Die Absturzstelle ist ganz in der Nähe. Wenn wir die Sensoren der Kiste wieder zum Laufen bringen, könnten wir ein viel größeres Gebiet durchsuchen. Völlig durcheinander. Das könnte ein paar Minuten dauern. Ein paar sehr spannende Minuten, augenscheinlich. Sollen sie kommen? Ein paar nette Tricks auf Lager. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Geonosianer das sind, was Malora denkt. Ich würde gerne sehen, wie ihr ihr die Meinung sagt. Mal sehen. Okay, ich hab ihn. Das ist Brox. Na los, lasst uns keine Zeit verlieren. So. Oh, toll, jetzt brenne ich ja auch noch. Alles klar. So, machen wir hier rüber, ne? Puh, das war knapp. Okay, hier liegen einige Tote, was auch immer, herum. Brox, ich habe überall nach euch gesucht. Es tut mir leid, Boss. Das war ein turbulenter Tag. Und es scheint, dass er noch nicht vorbei ist. Noch mehr Geonosianer. Bereit, wenn ihr es seid. Hey, ich bin allzeit bereit. Wo denn jetzt? Ach, da hinten. Ah!
Oh, sie versuchen es immer wieder. Da kommen wir noch mehr von denen, oder? Immer noch in einem Stück, Sergeant? Nicht ganz, Major, aber fast. Ich danke euch beiden für die Rettung. Verzeihung, es war ein langer Tag. Aber seid ihr diejenige, für die ich euch halte? Oh, der kleine Broxy glaubt, er würde die Rettung durch eine Berühmtheit nicht verdienen. Was für ein seltsamer Tag. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Commander. Das war eine beeindruckende Leistung, ganz alleine gegen so viele dieser Kreaturen zu überleben. Hört schon auf! Der arme Kerl wird ja noch rot. Broxy ist mein vielleicht bester Speer. Ohne ihn wären wir in einem echten Schlamassel. Hey, vielleicht? Dann beeindruckt mich doch mal. Nun, ich hab da tatsächlich was. Wisst ihr etwas über einen getarnten Versorgungsflug, der heute reinkommen soll? Es wurde keiner angekündigt. Habt ihr einen gesehen? Ja, habe ich. Ist ganz in der Nähe gelandet. Ich war auf dem Weg dorthin, um mir das anzusehen, als mich die Käfer erwischt haben. Das Einzige, was ihr euch heute noch ansieht, ist ein Bacta-Tank. Wir kümmern uns um die Abwurfstelle. Bereit für ein bisschen Action, Commander? Welche Art von Vorräten erwartet ihr? Ich erwarte gar keine. Es ist wahrscheinlich mehr Laborspielzeug für Malora. Aber vielleicht haben wir Glück. Ich hätte nichts gegen neue Ausrüstung. So oder so, wir sollten den Kram finden, bevor die Jedi es tun. Eure Mitfahrgelegenheit ist auf dem Weg, Brux. Wir sehen uns dann im Lager. Vielen Dank. Ei, ei. Okay, jetzt soll ich den Makrofern das nach dem Material. Ei, ei. Das ist klar. So, warte mal. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt überflitzen kann. Also manchmal eckt man wirklich an jeder einzigen verdammten Schlanzecke. Das ist furchtbar. So. Da sind nun überall Feinde. Überall, egal wo man hinkommt, Feinde. So.
vor. Jetzt fahren wir erstmal ganz kurz in das Gebiet hinein und dann werde ich den Part, der sowieso schon mir viel zu lange geht. Oh, nee. Oh nein. Jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Abo und so, das sind wir wieder dabei. Bye, bye.